Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Jade Empire. In der letzten Episode... Oh, es fängt gleich an. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Okay. Was ist hier los? Wo sind meine Sklaven? Die Golems brauchen Seelenscherben. Tja, das war's mit dir, mein Guter. Und wo sind meine Adjutanten? Faulheit und Verzögerungen werden mit Blut bezahlt. Niemand missachtet Sheens Befehle. Tja, mein Guter, das läuft jetzt ein bisschen anders. Bedauerlicherweise werden heute keine Sklaven geliefert, Shin. Ihr seid ganz neuer Akolyt. Ich verstehe, was hier geschieht. Ihr glaubt, dass ihr euren Meister fördern könnt, indem ihr mich bedroht. Gewagt, aber närrisch. Habt ihr gedacht, dass ihr mich verwundbar macht, indem ihr meine Adjutanten tötet und die Halle leert? Dann habt ihr euch verrechnet. Ich gehöre zu den Günstlingen von Großinquisitorin Gia. Ihr werdet sterben! Mein Gott, das geht hier alles schneller als gedacht. Uah. Gucken wir doch mal. Oh, er kann in der Tat ein bisschen mehr. Wie es scheint. Oh, Schock kann er. Okay. Können ja auch mal ein bisschen variieren im Kampfstil, aber zurzeit kommen wir mit dem Schwert noch relativ gut zurecht. Ah, jetzt kommt er noch die Golems zur Hilfe. Wir erledigen immer schnell. So. Jetzt haben wir noch die Golems. Falls das die korrekte Mehrzahl ist von Golem. So. Ja. Okay. Leute, das ging wieder leichter als gedacht. Genau, jetzt in die Presse mit ihm. Was ja überhaupt nicht martialisch oder problematisch ist. Oh. Okay. Schön. Jetzt kommt unser Kollege wieder. Mir ist eine fürchterliche Tragödie zu Ohren gekommen. Unser allseits geehrter Meister Shin hat auf recht unrühmliche Weise das Leben verloren. Boah, er ist voll gruselig. Ich bin schnell hierher geeilt, als ich von seinem Missgeschick hörte. Vielleicht hat ihm die Kälte seiner Gemächer die Sinne getrübt und ihn unachtsam werden lassen. Öffnet die Presse. Wie unglücklich. Ich werde mich vergewissern, dass er tot ist, ohne zu nahe heranzugehen. Ich will sein schmerzlich törichtes Ende nicht teilen. Oh cool, können wir ihn jetzt gleich erledigen. Wie unglücklich, ich werde mich... Ja, er wirkt recht tot. Wie bedauerlich. Wir sollten unseren verstorbenen Kameraden ehren. Aber mich lenkt die Frage ab, wer wohl seinen Platz einnehmen wird. Ich denke, die Antwort ist offensichtlich. Sehr offensichtlich, ja. Ja. Okay. Genau, wir haben sie ja auch manipuliert. Ich weiß auch gar nicht, wieso die jetzt plötzlich wieder funktioniert. Wir haben uns doch so viel Mühe gegeben beim... Die Festung der Lotus Assassin, genau. Genau, hier ist, glaube ich, nichts Neues dabei. Sehr gut, Akolyt. Wirklich sehr gut. Trotz einiger geringfügiger Störungen habt ihr eurem Meister eine vielversprechende Zukunft gesichert. Das ist übrigens die Dungeon-Keeper-Stimme. Jetzt, wo Shin aus dem Weg geräumt ist, kann ich mich mit euch und der Seelenscherbe für den Jade-Golem bei meinen Meistern sehen lassen. Sie werden mich loben und ihr werdet an meinem Erfolg teilhaben. Ja. Das wird noch ein bisschen anders laufen, als er meint. Kommt zu mir, wenn ihr für das Ritual bereit seid. Ich werde vor der Tür zu den inneren Gemächern sein und auf die Bestätigung warten, dass der Jade-Golem bereit ist. Genau, die Scherbe haben wir, glaube ich, schon abgegeben. Das heißt, ich glaube, wir können jetzt direkt durchstarten. Mal. Lesen noch mal kurz nach. Mithilfe der Vater, genau. Begebt euch in die inneren Kammern. Ihr tragt nun den Titel eines Lotus-Akolyten. Das haben wir schon. Genau. So hat euch eine unverständliche Warnung kommen lassen. Ja, das hilft uns alles nicht weiter. Aber ich denke, wir können jetzt direkt durchstarten. Oder auch nicht. Ah, so wieder. Völlig überraschend natürlich. Ihr nähert euch eurem Ziel. Großinquisitorin Gia bewahrt in den inneren Kammern viele Geheimnisse auf. Genug, um die Prinzessin zu befriedigen und euch den Weg in den Palast zu öffnen. Aber ihr könntet vielleicht mehr erfahren, als sie wissen möchte. Mir ging das jedenfalls vor vielen Jahren so. Wenn ihr etwas zu sagen habt, so, dann ist jetzt die Zeit dafür. Ihr wisst, dass Meister Li versuchte, seinen Bruder aufzuhalten und dabei versagte.
Ich war nicht als Zeuge dabei, daher weiß ich auch nicht mehr als ihr. Hugh erzählte euch in Tiens Anleger, dass als Folge dieser Tat Meister Lees Frau zum Tode verurteilt wurde. Zu dieser Zeit lag sie im Kindbett, das weiß ich gewiss. Mhm. Ich war da. Ich war einer der Elite-Assassinen mit dem Befehl, Meister Lees Familie zu töten. Oh. Eine solche Schuld würde ich nicht tragen wollen. Ihr habt mein Mitgefühl. Genau. Das ist ein bemerkenswertes Eingeständnis. Die Hand des Todes überbrachte den Befehl, die Familie auszulöschen. Wir wären Feiglinge gewesen, wenn wir die Weisheit seines Befehls nicht erkannt hätten. Es war der Wille des Kaisers. Ich konnte die Befehle nicht in Frage stellen. Sie konnten gar nicht falsch sein. Und doch waren sie es. Dann habt ihr es getan. Ihr habt die Familie meines Meisters ermordet? Ihr musstet meine Rolle erfahren. Auch wenn ihr mir nicht bewiesen habt, dass ihr auch nur im Geringsten nachdenklicher seid als jene, die ihr verfolgt. Ich besitze Geheimnisse, die in mir verschlossen bleiben werden. Aber ich gebe euch eine einfache Warnung. Wenn eure Gegner anfangen, vertraut zu wirken, dann liegt es nicht daran, dass sie sich verändern. Ich habe lange gebraucht, das zu lernen. Ich habe wenig Verwendung für Moral, aber für Ehre? Ich habe gesehen, was euch erwartet, habe seine Macht gesehen. Ich bin einmal weggelaufen. Ich hoffe um euretwillen, dass ihr meine Entschlossenheit nicht erschüttert habt. Ja, aber... Okay, er speichert wieder. Sehr gut. Aber wir können uns natürlich gar nicht mit ihm vergleichen, denn wir haben ja immer gut gehandelt, Meister Gang. Seid ihr bereit, meinen Meistern vorgestellt zu werden und an der Erschaffung des Jade-Golems teilzunehmen? Das wird ein großer Augenblick. Wartet mal, ich möchte da... Vergewissert euch, dass ihr alle sonstigen Aufgaben in der Festung erledigt habt. Nur wenige Lotus-Akolyten sind nach einer Begegnung mit Großinquisitorin Gia noch dieselben. Okay, was auch immer das heißt. Beeilt euch! Ja, beeilt euch! Wir beeilen uns. Ich möchte nur noch mal zu dem Händler gehen oder zu ihr. Hast du noch was ich bewundere zu sagen? Eure Fähigkeiten. Ihr zeigt keine... Vorerst braucht ihr keine... Nein, das wissen wir alle schon. Nicht, dass wir nämlich hier noch irgendwas verpassen, was ich jetzt auch noch mal nachschauen würde. Kurz, haben wir menschliche Gegner? Genau, das müssen wir also noch umschalten. Damit wir wieder mehr Erfahrung aus den Büchern gewinnen, wenn wir jetzt gleich in diese geheime Zentrale da kommen. Genau. War hier noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Das ist geschlossene Faust. Schreckensflammenstil. Können eigentlich wieder eine Menge Sachen verkaufen, aber wir sind zurzeit finanziell noch so gut aufgestellt, dass wir das gar nicht brauchen. Okay, dann würde ich sagen, gespeichert wurde schon. Ja. Ja. Oh, jetzt habe ich ihn aus Versehen weggeklickt, glaube ich, Leute. Sorry. Oh, das ist der Jade-Golem scheinbar. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Die Seelenscherbe ist fertig. Dank der Talente unseres neuesten Lotus-Akolyten. Na, das sind wir. Und meine Bemühungen, seine Ausbildung zu beschleunigen? Schweigt, Gang. Eure Beteiligung wurde zur Kenntnis genommen. Jetzt müssen wir das Ritual vollenden. Eine Gruppe von Lehm-Golems steht ohne Fokus untätig herum. Dieser Jade-Golem wird sie aufwecken und wie einen Mann führen. Genau, oder es läuft alles anders. Setzt die Seelenscherbe ein. Lass diese Legion der Unsterblichen unseren Meistern Ruhm erweisen. Okay. Was? Was ist los? Ich befehle euch. Ich verlange, dass ihr gehorcht. Oh, die Maske ist aber cool. Sehr gut, genau wie geplant. Alles gerät außer Kontrolle. Das zu bedeuten? Wer hat diesen Jade-Golem verpfuscht? Er ist mit einer Legion von Kriegern verbunden, die jetzt verrückt spielen. Das Fundament wird einstürzen! Tja, so ist es geplant, meine Liebe.
Wer seid ihr? Wartet. Ich spüre es bei euch. Ihr seid derjenige. Ihr tragt die anderen Teile des Amuletts. Tja, die Erkenntnis kommt zu spät. Es tut mir so leid, Großinquisitorin Gia. Es ist mein neuer Akolyt. Da gab es wohl einen Fehler. Narr! So verblendet von törichten Ränken, oh, dass ihr eine Bedrohung in unserer Mitte nicht erkennt. Ihr seid wertlos. Und ihr, direkt unter unseren Augen verborgen wie euer Meister. Wir mögen bis eben nichts von euch geahnt haben, aber wir sind nicht unvorbereitet. Wer seid ihr, dass ihr glaubt, ihr könntet euch so leicht bei uns einschleichen? Das haben wir alles schon geschafft, meine Gute. Ich bin ein einfacher Schüler, der nach seinem Meister sucht. Was ich bin, ist unerheblich. Ich werde euch besiegen. Ich gehöre zu den Geistermönchen an und muss mich gegen den Kaiser stellen. Nein, wir nehmen das Erste. Ein einfacher Schüler? Ich glaube nicht. Ob Eindringling, Verschwörer oder Verräter. Wir überleben, indem wir in jedem den Feind sehen. Aus diesem Grund steht die Hand des Todes in der vordersten Linie der Assassinen. Er zieht Aufmerksamkeit auf sich und lenkt Kritik ab, während der Kaiser seine Macht festigt. Ihr seid genau wie die anderen Bauerntrampel, die in unseren Verliesen hausen durften. Was haben sie zum Ruhme unserer Zeit beigetragen, bevor der Kaiser es wagte, etwas aus ihnen zu machen? Unglaublich. Zum Glück haben wir dich schon befreit. Darin liegt die Schönheit von Sun Hais Werk. Er hat das Rohmaterial des Reiches genommen und etwas Nützliches daraus extrahiert. Boah, für jeden Richter, der Einwände erhebt und jeden Bauern, der Fragen stellt, wird ein weiterer Golem erschaffen. Eine unsterbliche Armee. Doch die ganze Zeit über blieb eine Bedrohung bestehen. Ein verräterischer Bruder und ein verborgener Schützling. Wir kannten weder ein Gesicht noch einen Namen, aber wir wussten, was sie brauchen würden. Das Amulett, dessen Teile wie Blütenblätter im Wind verstreut wurden. Ihr habt ein paar davon gefangen, aber ihr seid weit von eurem Gipfel entfernt und längst nicht jeder Golem war mit dem verbunden, den ihr beschädigt habt. Adi, Geistermönch. Ich werde der Hand des Todes von eurem Ableben berichten. Ja, wir werden sehen. Boah, jetzt geht's aber Schlag auf Schlag hier. Okay, jetzt haben wir Lotus Assassin. Und... Leute, ich verliere schon völlig den Überblick. So, erstmal die ausschalten. So, jetzt kümmern wir uns um die Großen. Die sind wirklich riesig. Wow. Ja. Okay. Die hauen auch ganz schön rein. Muss auch sagen, aber wir natürlich auch. Was? Es ging jetzt alles so schnell? Leute, ich habe nichts weggeklickt. Ah, Stil erlernt, Jade-Golem und Golem-Seelenscherbe. Haben sie also wieder. Okay, jetzt können wir also den Golem-Stil lernen. Wartet, wir müssen noch... Ich habe es nicht vergessen. Das noch umstöpseln. So, über den Krieg. Die Kriegskunst gebietet... es sich nicht nur auf eine zahlenmäßige Überlegenheit an Kriegern oder auf stärkere Waffen zu verlassen. Ein wahrer, ein dauerhafter Sieg ist nur über die Verbreitung der Kultur zu erreichen. Um einen Konflikt zu beenden, muss man nicht nur die gegnerische Armee besiegen, sondern auch den Widerstand des Gegners brechen. Man muss den Gegner beschwichtigen, ihn im Glauben lassen, er sei der Sieger. Oder aber man muss ihn vollkommen vernichten. Ein Land mit anwachsender Bevölkerung kann aus der Ausrottung des Gegners einen großen Vorteil ziehen. Ein leergeficktes Feld wird einfach mit den überzähligen Bauern bevölkert und kann dann in kürzester Zeit produktiv arbeiten, da alle wichtigen Bauten bereits errichtet sind. Unter der Herrschaft von Kaiser Yuan Xi wurde diese Methode in den südlichen Sümpfen eindrucksvoll zur Anwendung gebracht. Vermächtnis der Hand des Todes. Bücherset vollständig. Hey, cool. Versteckter Bonus. Okay, seht ihr? Aber man muss auch sagen, jetzt haben wir wirklich schwaches Mentor, da können wir nicht so viel mit brauchen. Ja, jetzt kommen wir in der Story doch deutlich weiter. Warte mal, wir sind von da gekommen. Weil die gute Gia... Okay, da kann ich zurück.
die gute Gia ist ja quasi die letzte Stufe, bevor wir zur Hand des Todes selbst kommen. Ah, okay. Jetzt kommt sie wahrscheinlich auch. Ich habe bloß leider vergessen. Ah, das war so, okay. Ich wollte nochmal testen, wie das funktioniert. Mit dem Fokus. Ihr seid stark, aber von wahrer Macht wisst ihr nichts. Unsere Stärke liegt in der Vorbereitung. Na, wir werden sehen, meine Gute. Wir haben Krieger im ganzen Reich und andere Jade-Golems, die perfekt funktionieren. Ihr habt uns Schaden zugefügt, aber keine tödliche Wunde. Die Hand des Todes wird bald hier sein. Euer kostbares Amulett hat euch hergeführt und ihr werdet mein Geschenk an ihn sein. Ob ihr lebt oder sterbt, der Wille des Kaisers wird geschehen. Ja, ich denke, wir werden leben. Aber ich schau mal, was du kannst. Oh, der hat auf jeden Fall viel Leben. Wow. Okay, was ist passiert? Okay, was war das jetzt? Das mal, oh, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Oh mein Gott, ich glaube, es wurde hoffentlich nach den Jade-Golems gespeichert. Seht ihr, Leute, das Trauma. Das Trauma kehrt zurück. Das Mal hatten wir das jetzt schon gelesen? Ich glaube nicht. Seelenernte? Genau. Ah, hatten wir noch nicht. Alles klar. Bücherset vollständig. Sehr gut. So. Dann versuchen wir uns doch nochmal an ihr. Speichern wir aber selber nochmal, damit uns das nicht gleich nochmal passiert. Aber wir hatten sie ja fast. Ich weiß bloß nicht, was sie da gemacht hat. Sie hat uns scheinbar kontrolliert irgendwie. So. Können wir das hoffentlich auch überspringen. Aber ich denke schon, das geht. Ihr seid stark, aber von wahrer Macht wisst ihr nichts. Unsere Stärke liegt in der Vorbereitung. Wir haben Krieger im ganzen Reich und andere Jade-Golems, die perfekt funktionieren. Ihr habt uns Schaden zugefügt, aber keine tödliche Wunde. Die Hand des Todes wird bald hier sein. Euer kostbares Amulett hat euch hergeführt und ihr werdet mein Geschenk an ihn sein. Okay. Ob ihr lebt oder sterbt, der Wille des Kaisers wird geschehen. Also ich habe alle Tasten gedrückt, man konnte es nicht überspringen. So, jetzt gucken wir mal, dann machen wir sie eben... Ah, das hat sie gemacht. Konzentriert sich auch gerade auf ihn. Ah, ich verstehe. Damit kannst du jetzt irgendwie blocken. Okay, das ist natürlich wirklich schwierig. Das Gute ist wirklich, dass unser Freund sie ablenkt hier. Sehr gut. Noch ein Teil des Amuletts. Hinter euch. Oh. Wow. Okay. Er ist zu mächtig. Ich werde tun, was ich tun muss. Geht! Ihr wusstet, dass ihr mich nicht bezwingen könnt, ausgestoßen. Es ging mir nicht darum, den Kampf zu gewinnen. Lediglich ein wenig Zeit. Oh nein.
Ich bin ja sonst ein mitteilsames Kerlchen, aber vielleicht sollten wir erstmal zusehen, dass wir diesem Steinhagel entkommen. Das ist eine gute Idee. Oh mein Gott, so. Aber Leute, ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge. Wow, Viper-Schuppe. Okay, dann lese ich das doch nochmal vor. Einer der drei Meditationsgrundsätze, die benötigt werden, um... Ach, das hatten wir ja schon. Genau, warte, ich überfliege das bloß mal. Okay, Viper-Stil ist ja auch interessant. Ja, Leute, ich würde sagen, wir machen dann weiter in der nächsten Folge, bevor ihr alles einstürzt. Wie immer, danke ich euch fürs Zuschauen, danke euch für eure Kommentare, danke euch für den Daumen nach oben. Ihr wisst, das freut mich immer sehr. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Jade Empire. Bis dahin, tschö.